Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ich hab's gesehen. Ja, das ist gut. Ich bringe Freude in die Leben all dieser süßen kleinen Waisenkinder. Du, vielleicht sind das gar keine Waisenkinder. Wieso machst du mir meine Waisenkinder, Marich, Sam? Wieso? Hör zu. Ich bin ein Licht in dieser dunklen Welt. Ich bin Renji Bench. Für immer. Oh, wenn ich Renji sage, dann sagt ihr Bench. Renji Bench. Renji Bench. Ja. Kriege ich auch ein Autogramm? Oh ja, ich gebe Ihnen sogar ein ganz besonderes dahin. Ist der Stift wasserfest? Möglich wär's, ja. Sie werden mir später noch dankbar sein, glauben Sie mir. Bird Waisaki? Oh, der Name liegt hinter mir. Renji Bench ist meine neue Identität. Wie ist Ihr Name, mein Freund? Ich gebe Ihnen ein Autogramm. Gerichtliche Anordnung, du Trottel. Was? Trottel, spinnst du? Was ist dein Problem? Hey, du Arsch! Hey, was war denn hier los? Was? Keine Ahnung, lies mal. Was steht denn in dem Wisch? Nun, mach schon. Eine Unterlassungsanordnung. Was? Ja, es ist ein gerichtlicher Bescheid von der Bargain Bench. Renji würde das Urheberrecht auf ihre patentierte Figur Bargain Brandon, den preiszerschlagenen Hammer, verletzen. Du wirst mit unverzüglicher Wirkung angewiesen, nicht mehr Renji Bench zu sein und das Renji Bench-Kostüm zu zerstören. Sei nicht sauer, Sock. Das nehme ich so nicht hin. Willkommen bei Bargain Bench, wo es Schnäppchen im Überfluss gibt. Hallo, willkommen bei Bargain Bench. Sind Sie der Filialleiter? Das ist richtig. Erklären Sie mir das. Oh, Sie sind von Workbench. Ich denke, diese gerichtliche Verfügung ist ja wohl nicht so schwer zu begreifen. Sie und Ihr Laden sind ein Haufen Nachahmer. Ihr blöder Wrench ist eine Verhöhnung von Bargain Brand. Wrenchy Bench. Ist nicht blöd. Bargain Brandon ist eine beliebte Figur, ja. Er hämmert die Preise klein seit 2002. Wer ist Bar? Ja. Oh, was? Das? Das ist Ihr Maskottchen? Ein Hammer? Ist für mich sehr weit hergeholt. Tja, das mag ja sein. Nur der Richter sah das anders. Begreifen Sie es. Ihr Renchi ist tot. Sie Workbench-Penner. Keiner, nicht Sie. Noch so ein verfurztes Stück Papier können mich davon abhalten, Renji Bench zu sein, ist das klar? Sie werden mir dieses geniale Kostüm von meinem kalten, toten, leicht übergewichtigen Körper schälen müssen. Leck mich, Brandon. Hey, seht mal alle her, ich bin es, Renji Bench. Besser als Bargain Brandon, viel besser als Bargain Brandon. Als wurde er für dieses Kostüm geboren. Sieht nur so aus, als würde er die Leute allmählich verschrecken. Ja, Bargain Brandon kann einpacken, ja. Hey, wie läuft's denn mit Ninas Rolligkeit? Ganz schlimm. Heute Nacht hat wieder ein Dämon versucht, sich durch meine Schlafzimmerwand zu knabbern. Oh, scheiße. Ich muss der Sache ein für alle Mal ein Ende bereiten. Ich werde gegen Xavier kämpfen. Damit sende ich eine Botschaft an alle Dämonen, bis sie aufhören, Sex mit meiner Freundin haben zu wollen. Sei aber vorsichtig, Ben. Ja. Geht der Typ jetzt durch? Au! Ein Treffer, die Weichteile! Volles Rohrzammergewicht! Ja, da fliegt ein Schuh, Brandon! Was meinst du, gehen wir dazwischen? Das ist übel, sollten wir. Hier kommen die Schmerzen. Ich lass dich deinen eigenen Hammer fressen, Brandon. Oh, das gibt's doch nicht. Das tut mir so leid. Ich wusste ja nicht, dass... Oh, verflucht! Jetzt geht's aber richtig los, alte Lady. Halt! Das ist nicht das Motto von Renji Bench. Renji Bench steht für guten Service und wettbewerbsfähige Preise und nicht für Gewalt. Und auch nicht dafür, dass er alte Damen rumschubst. Oh Mann, Sie sollten sich verschämen. Arschloch. Und Sie verschwinden dahin zurück, wo Ihr schwuchteliges Outfit herkommt, bevor ich die Polizei rufe. Ja. Ha? Ein Verkäufer in die